Hallo Freunde, willkommen zurück. Ja, wir haben mal wieder Vigo gespielt, wie wir es eigentlich auch immer machen. Diese Runde ist ein Live-Mitschnitt, beziehungsweise die hatten wir vor 2, 3 Tagen gestreamt gehabt. Ich habe es mal rausgeschnitten, weil ich die Runde eigentlich ziemlich gut finde. Und in der Runde waren wir mit einem Abonnenten von uns unterwegs, und zwar ist es der Torben. Und natürlich die Nadine, ne, die ja immer dabei ist. Und wir haben die Vigo-Welt unsicher gemacht. Ich hatte da die VZ-52 dabei. Ich hatte schon mal erwähnt gehabt, dass es eine ziemlich gute Waffe ist, wie ich finde. Hatte in der Runde auch einige Kills damit gemacht. Und am Ende der Runde konnten wir sogar den Airdrop für uns gewinnen. Lasse doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Wir würden uns drüber freuen. Und jetzt viel Spaß. Komm nicht ran. So, okay. Tresor wird geknackt. Wo haben wir den? Achso, der ist ja gleich hier, wa? Soll ich mal zur Antenne gehen? Oh nee, echt? Ich weiß nicht, wird's da? Also soll ich ihm den Loot geben dann? Ja. Komplett? Willst du nicht? Ja, Ich würde nee. nur den Draht rausnehmen, wenn es recht ist. Ansonsten kannst du alles haben. Togo tauschen, dann komm mal rein hier in die Hütte. Mal. Zu mir. Durchs Fensterchen hier. Das ist Fenster zum Glück. Wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Also ich geh mal gucken, was da was. Oh, ich hab einen Treu gehört. Was an der Antenne abgeht. Aber wo war der Treu? Keine Ahnung, kann dir gerade nicht helfen. Ich hoffe, jetzt kommt keiner. Du guckst jetzt gar nicht von außen, war, ob uns einer hier besucht. Wir hocken ja beide gerade im Haus. Oh ja, Ich guck zum warte, dann Fenster. bleib ich hier, dann bleib ich hier. Ja. Hast ja recht, der draußen sitzt, der muss sich schon opfern, Ja. ja. So, Ja. kannst du gleich Viereck drücken. Alles Und da ist mitnehmen. eine Panzerplatte drin, ja, und die kannst du ja anlegen. Ich komme hier raus. So. Mosi, wie machen wir das Ist jetzt? Hast du die neue Sind wir jetzt hier PlayStation schon zusammen? angehabt? Also die neue alte? Die. Oh, hier Hast du oben mal was pfeifen sie. gesagt? Ja, Bobo. ich würd jetzt sagen, dass. Dass Torben rausgeht. Also soll ich mit ihm raus? Nee, Oder ihm alleine warum rausschicken? gehst du mit raus? Okay. Ja, wenn nicht, dann geh raus. Ah, jetzt hat er sie angelegt, wa? Panzerplatte, ja. Ah, okay. Na gut, dann. Ja, von mir aus Egal. kannst du drin bleiben oder Geh nicht? auf 3 doch hier unten vorsichtig raus. Also dann hättest du auf jeden Fall. Was hast du denn jetzt aufgenommen? War da eine Waffe drin? Nee, ne? Oder Ja, hier kommst du mit? die ich gerade meint hab, die Sniper oder was das ist. Ah, na, wenn du willst, dann, wenn du safen willst, dann geh schnell raus. Auf 3, dann würde ich hier unten lang gehen, dass sie dich nicht so sehen und wird nie so laut laufen. Und Timme, war Dann die fahr hier PlayStation dann auch geradeaus. laut oder was? Wie geh ich denn raus, Nadine? Wie geh ich denn raus? Kannst. Na da, guck mal, wenn du jetzt Steuerkreuz nach oben machst, siehst du ja die Map und da auf 3 Oh, ist bei ein mir ist jeder Ausgang hier. markiert. Einfach die Straße lang, am besten hier unten neben der Straße. Ich geh schnell Mucki helfen. Nee, ist schon tot. Aber könnte noch einer da sein? Ja, da war ja keiner alleine da, oder? Weiß Wo sind jetzt die Kinder kommen? Wenn ich gehe ein bisschen neben der Straße unten so durch die Büsche Ne, ich Oh, gehe unten noch ein okay. bisschen weiter. Wo gerade ihn Hier oder irgendwo. hast du mich jetzt hier gehört? Nee, dich halt nicht. Du bist zu weit weg. Okay, dann ist Die wahrscheinlich gut. Panzerplatte verliere ich denn aber, ja? Ja. Ja, die verlierst du leider. Sorry. Okay. Alles Wow. Okay, da hinten. Nicht auf mich. Was ist in dem blauen Haus hier oder was? Ja, ich bin im blauen Haus hier. Ach, der hat ja eine Speicher gehabt, so richtig. Aber hier haben sich ein paar gestritten. Jo. Ich hab's gehört. Bin draußen, also in 6 Sekunden. Super. Dann hast du ja wenigstens ein bisschen was safe. Ist ja gut. Metallteile und so. Ist ein Sniper. Ja, du brauchst halt am Anfang erstmal ein bisschen
bisschen Material, dass du die Werkbank ausbauen kannst, dass du halbwegs gute Waffen. Ich meine, die Thompson, die ist jetzt nicht so schlecht. Also da gibt es schlechtere Waffen. Also ich finde zum Beispiel die, die ich jetzt gerade bei habe, die VZ-52. Ziemlich geil. Die habe ich auch Ja, noch. die hört sich. Ach, gar nicht. Okay. Dann lege ich gleich die Sniper ab, wa? Bist du am Ja, Scan? ja. Nee, nee, ich bin hier am Scan. Oh, Aber hier war nee. gerade, hier waren gerade welche. Wie baue ich mir denn die Werkbank aus? Steuerkreuz nach oben und dann mit R1 rüber switchen ein paar Mal. Dann Auf siehst du so eine. bauen. Dann siehst du. Bauen, ja. Dann siehst du so mehrere Sachen. Und rechte Seite, wenn du einen rechten Stick auf irgendwelche, sag mal, auf der Werkbank drauf bist, kannst du mit dem rechten Stick nach unten ziehen, dann siehst du, welche Materialien du brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen. War da gerade einer? Ne, war ein Schatten. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Antenne. Ja, dann markier mal. Habe ich schon. Ja, komm. Eine Waffenkiste habe ich. Ja, die kannst du aufmachen. An jedem Kiesel bleibe ich hängen. An jedem Baum bleibe ich hängen. Bin gerade voll gegen den Baum gelaufen. Stell dir mal vor, du wirst in Wirklichkeit so laufen wie hier. Alter. Soll ich alle Du Kisten aufmachen oder wirst soll nicht ich einen jetzt Tag nur? überstehen. Nö, kannst du eigentlich alle aufmachen. Also, muss die nicht so sparen wie der Mucki. Das, ja. Ja, das ist einfach nur Sparfuchs. Hast du eh schon alles, Andy? Ein Spaß? Was sagst du? Hast du eh schon fast alles? Also Werkbankstufe 12 habe. Da hinten ist einer. Da. Ist jetzt hier ungefähr. Hier dahinter. Komm, wir rennen dahin. Wir holen uns. Wir versuchen den zu holen. Naja, aber dann einer von rechts und einer von links wieder, oder was? Ja, der ist von rechts nach links gelaufen. Also. Hier gesehen. Zwei. Einen habe ich. Wir haben gute Trocken. An sich. Ich bin jetzt 90 gekommen. Oh nein, Wieder weg. hab noch mal getroffen. Hab noch mal getroffen. Ich auch noch mal. Ey, sag mal, tut er sich die ganze Zeit dahin? Ja, der rennt raus. So schnell sind wir nicht. Willst du ihn ziehen lassen? Ich lasse ihn ziehen. Ach so, Nee. Hast du den lootet? Wo ist denn der Typ? Nee, ich weiß nicht, wo der ist. Scheiße. Hä? Der ist hier gelaufen, hier. Hä, wo ist denn der? Wo hängt den hin? Hier ist eine Waffenkiste, hier ist eine M2 Wenn der drin. Drop kommt, der bei uns. Und der Lump. Hier. Hat dann drin. Nee, ist eine Waffenkiste, was habe ich gehört? Achso. Oh, darf ich mir das so 16 Draht? Ach naja, 16 bringt auch ja, nicht. kannst du haben. Nee, dann ruhig. Ah, gut, wenn ich muss. Ah, scheiße, ist die nicht mehr. Dachte, er geht noch down. Er wird ja Die abhauen, haben ihn oder? so oft getroffen. Ja, also Ja, der wirklich. wird los sein. Der wird los sein. Der hätte nicht mal einen Schutzschild. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn da? Vor uns, ne? Schnell gucken hier oben, wo ist er? Da ist Aber er. so blöd auf dem Freien. Obwohl, vielleicht kommt er jetzt ja noch zurück. Der war ja hier in dem Buschemi rechts. Soll er mal rauskommen? Krieg da hoffentlich nochmal eins auf den Mitte. Ich höre links was von mir. Ja, ich höre Schritte. Ja, aber kenne ich die ganzen Büsche. Ah, da am Baum. Happen, happen. Ihn aber bloß nicht hier einer schon in der Büsche Na, hol dir schnell den Loot. Dann hauen wir ab. Ich bring diese Unterschlupf auf Abessung.
Na, dass du mehr ausbauen kannst, sobald du die, also wenn du Blaupausen hast und so Zeugs, umso mehr und besser kannst du herstellen. Muss mal schnell gucken, wo es rausgeht hier. Ah, hier. Na, nach rechts. Nadine kennt sich aus. Ja, langsam, Soll ich jetzt die ganze Zeit diese Pflanzen mitnehmen, oder? Ja, mach doch erstmal. Wie gesagt, mach das mal ein bisschen mit Waffen anfangen, die du auf jeden Fall wieder herstellen kannst und ja, mehr oder weniger auch Zielen üben, weil das Zielen ist ja echt extrem anders. Da vorne ist sie noch, ne? Wo? Oh, Nadine. Ah ja. Ey, hast du mich gerade jetzt? Aber drin? Ganz knapp. Schade. Ja, so aber geil, wie so ich den mal vorhin schon angeschaut. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Oh, das wäre doch geil gewesen, wenn ich den noch getroffen hätte. Aber war der jetzt schon so weit drin? Nee. Ja, 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 der müsste raus sein. Dass er noch hier hinter steht. Nee, nee. Der ist hier nee, hinterm Auto dann irgendwie. Ah, der Mammela. So, schöne Runde. Noch da.